Also Helmi, die Idee mit den Awards ist wirklich ganz, ganz toll. Und die Claudia, die hat absolut recht. Sokrates und ich werden von zwei jungen gehörlosen Jugendlichen, Samira und Ruben, gespielt. Warum war es dir besonders wichtig, dass gehörlose Kinder aktiv in die Gebärdensprachenfolgen eingebunden werden? Ja, Helmi, ich bin mit dir aufgewachsen. Augen auf, Ohren auf. Helmi ist da und jetzt ist der große Moment gekommen, wo du wirklich da bist. Das ist schön. Du drückst immer auf, wenn Kinder unsichtbar im Verkehr sind. Sind oft unsichtbare Verkehrsteilnehmer, die nicht wahrgenommen werden. Und genauso ist es bei gehörlosen Kindern, die oft im Leben nicht wahrgenommen werden. Und durch deine Sendungen in Gebärdensprache sind gehörlose Kinder auf dem Bildschirm gekommen, hat sie gesehen und wahrgenommen. Und Gebärdensprache ist auch etwas ganz Tolles, Faszinierendes. Eine Art Geheimsprache, wo man mit den Händen spricht, wo man mit der Mimik, mit der Gestik spricht. Und das zu zeigen, wie das funktioniert, das war großartig. Und natürlich ist es viel authentischer, wenn gehörlose Kinder das selbst dolmetschen, die Sendung. Wie hat dir die Zusammenarbeit mit dem ORF, dem KfV und dem Verein Kinderhände gefallen? Ja, es war eine großartige Zusammenarbeit zwischen dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, dem ORF und dem Verein Kinderhände fallen. War großartig, dass alle dafür gebrannt haben. Es sind viele Ideen entstanden. Ein tolles Brainstorming und gemeinsam ist das wirklich großartig umgesetzt worden. Wie wurden die gehörlosen Folgen in der Community angenommen? Welche Auswirkungen und Nutzen siehst du von derartigen Initiativen? Und was kann so ein Projekt für andere Initiativen auslösen? In der gehörlosen Community ist es wirklich sehr gut angekommen, dass Gebärdensprache in Kindersendungen vorkommt. Das war ja auch eine langjährige Forderung, weil es sehr schwierig ist, gerade Kindersendungen barrierefrei zu machen, weil Kinder sich oft schwer tun, Untertitel zu lesen. Und durch Gebärdensprache können sie da aber gut mitkommen. Eine gehörlose Mutter hat mir auch erzählt, dass ihr Kind, das selbst gehörlos ist, ganz begeistert war und fasziniert ihren Schulkollegen erzählt hat, was sie da gesehen hat. Und auch die Schulkolleginnen waren begeistert, die erhörend sind. Ja, also ich glaube, dass solche Projekte richtungsweisend. Die Sendungen Helmi in Gebärdensprache waren sicherlich richtungsweisend, so etwas hat es noch nicht gegeben und wir überlegen uns das jetzt auch für andere Sendungen zu machen, so eine Dolmetschung und freuen uns auch, dass Helmi in Zukunft in Gebärdensprache immer wieder gedolmetscht werden wird. Also einerseits hat es viel Bewusstsein geschaffen, Aufklärung, wie das funktioniert, Gebärdensprache und was man auch nicht vergessen darf, und das finde ich das Wichtigste, auch dass gehörlose Kinder gesehen haben, wie toll das ist, Gebärdensprache zu sprechen, dass man sogar ins Fernsehen damit kommt, also dass es keine Behinderung ist, sondern dass man eine Fähigkeit hat, die man zeigen kann. Was war für dich der schönste Moment in diesem Projekt? Der schönste Moment in dem Projekt war, wie ich die erste Sendung gesehen habe und wie ich gesehen habe, wie die Idee und die Vorstellung umgesetzt worden sind. Und ich war begeistert
weil wir die gehörlosen Kinder gedolmetscht haben und wie das umgesetzt worden ist, so mit der Einblendung der verschiedenen Figuren und wie die Kinder sie gedolmetscht haben. Und was Zweites muss ich auch sagen, Remi ist ja früher immer zu Fuß gegangen in meiner Kindheit. Jetzt schwebst du im Schwuppodrom. Ich holpere in meinem Rollstuhl durch die Gegend herum und ich würde mir auch wünschen, zu fliegen, und ich wünsche mir auch so ein Schwuppodrom. Und ich zeige jetzt kurz die Biane. Ich habe nämlich geübt, Schwuppodrom. Genau, mit der Lisa haben wir das geübt. Das wünsche ich mir auch. Ja, Elmi, und ich habe auch an dich eine Frage. Was hast du gelernt? Kannst du sagen, Augen auf, Ohren auf, Elmi ist da? Super. Bis zum nächsten Mal. Mit Gebärdensprache.